Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Diesmal nehme ich euch wieder mit zu meinem zweiten Community-Treffen, welches dieses Jahr im 2023 stattgefunden hat. Stattgefunden hat das Ganze auf dem Campingplatz Georgenthal im Thüringer Wald. Er ist ein familiengeführter Campingplatz am Ortsrand von Georgenthal. Der Platz bietet 35 Stellplätze für Zelt, Caravan und Wohnmobile. Kostenfreies WLAN, Waschmaschine, Trockner und Brötchenservice direkt zum Stellplatz. Doch jetzt geht's erstmal nach Gotha, den lieben Kaffee abholen. So, ich bin jetzt in Gotha angekommen, habe auch einen Parkplatz gefunden, weil ich noch den lieben Kaffee abhole. Und hab eingepasst. Ja, ich muss jetzt noch ungefähr noch eine Stunde warten, bis er dann da ist. Und mal gucken, was ich so lange mache. Ich habe keine Ahnung. So, dann werde ich noch ein bisschen die Zeit vertreiben und noch ein bisschen Fernsehen gucken. So lang. Ich habe ja alles dabei. Warte. Und ich habe auch mein, wie heißen die Dinger in echt? Also ich habe da auch so einen Deckenventilator. Der kam für 20 Euro. Ja, Fernsehen gucken, naja, wird im Moment ein bisschen schwierig, weil ich habe da hinten noch dieses Fliegengitter dran, beziehungsweise Mückennetz. Und da, wo wir stehen, ist auch leider ein kleiner Teich. Das heißt, Mückenalarm. Ich bin auch gut vorbereitet, habe noch DET50 heißt das Zeug, das ist super. Also vergesst dieses Anti-Brumm und Geschisse da, das bringt gar nichts. Ne? Also bei mir jedenfalls nicht. Bei mir muss da 100% Chemie ran und da hilft halt nur dieses DET50 und eben Mücken jetzt. Warum so akribisch gegen Mücken? Ja, ich war vor 2 Jahren, war ich Tatsache 3 Tage im Krankenhaus wegen einem Mückenstich und hatte da eine Infusion mit hochdosierten Antibiotika bekommen und seither bin ich ein bisschen vorsichtig, was das Thema angeht. Naja. So, da haben wir den Kaffee abgeholt. Da hat es natürlich Verspätung gehabt. Nicht? Nein. Der Zug war ausnahmsweise mal echt pünktlich. Also hätte ich nicht gedacht. Da kam auf 10 Minuten. Das ist Wahnsinn. Achso, war er gefahren, stimmt. Hat er ja gesagt. Ja, jetzt fahren wir zum Campingplatz und da würde ich sagen, bis gleich. Eine Dame erzählt, am Bahnhof, wo ich einen Kaffee gewartet hatte. Und zwar treffen sich hier ganz viele Vereine mit ihren Trachten und so. Und es geht halt dann bis spät in die Nacht, die Feier. Also die halt bis dann müssen wir ausleben. Weil ich kam ja letzte Nacht um 12:30 hier in Gotha an. Hab mich gewundert, ist so, Alter, was ist denn die Uhrzeit hier los? Gibt's da gar nicht, ne? So, jetzt weiß ich, was los ist. Das geht jetzt noch bis Sonntag, geht das Ganze noch. Und morgen, hat es mir erzählt, findet hier ein großer Umzug statt. So, gleich gibt es frischen Salat. So gleich so ein Schnitzel hier.
Und täglich grüßt das Murmeltier. Wie sollte es anders sein? Auf der Rückfahrt ist mal wieder mein Auto kaputt gegangen. Die Dieselleitung hat es wieder getroffen. Ja, nur diesmal konnte ich mir helfen und habe das Ganze, wie ihr seht, mit Teflonband gefixt. Damit konnte ich dann bis nach Hause fahren. Und ja, seht selbst. Und da ich den ganzen Spaß ja schon kannte, ging das Ganze ziemlich fix vonstatten. Und habe das ruckzucki ausgetauscht, die Leitung. Und dann war es natürlich auch dicht. Das war's mit dem Video. Leider sind mir ein paar Aufnahmen verloren gegangen. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, es tut mir sehr leid. Aber der Besuch im Klosmuseum, der musste natürlich noch sein auf dem Rückweg. Deswegen gab es eine ordentliche Portion Klöße, wie ihr seht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar da und einen Daumen nach oben. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Euer Baggerossi.